Danke. So, schönen guten Abend von meiner Seite. Danke für die Einladung. Habe mich gefreut, hier sprechen zu dürfen und das Andersdenken in Bezug auf die Macht vorzustellen. Ich habe wie immer die Aufgabe, ein zweitägiges Seminar in 60 Minuten Ihnen zu präsentieren. Das heißt, ich werde Sie auch zu später Stunde noch ein bisschen fordern. Und alles Weitere, was man vertiefen möchte, dazu gibt es genug Gelegenheiten. Also ich habe mich entschieden, einen Querschnitt zu bringen, weil man kann die Bücher lesen, man kann auf YouTube andere Vorträge anschauen. Also zur Vertiefung gibt es jede Menge Gelegenheiten. Als Titel haben wir entschieden, die helle und die dunkle Seite der Macht zu nehmen. Das ist für die Star Wars Fans ein bekannter Titel. Es war auch die Zeit, als das gerade wieder einer der Filme sehr präsent war und ich oute mich damit als einer der Fans. Die helle und die dunkle Seite der Macht und der Untertitel sagt schon, wie sie ihre Ziele erreichen, das muss jeder und jede in irgendeiner Form. Und das große Problem, das viele heute haben, ist, dass es nicht mit den Werten, die viele haben, vereinbar ist. Das ist, was ich im Coaching gesehen habe, dass einfach immer wieder Konflikte entstehen zwischen dem, was Menschen machen sollen, was sie machen müssen und finanziell oft auch machen müssen und dem, was sie eigentlich machen wollen. Das passt oft nicht ganz zusammen. Und dann entstehen bis zu Lebensfragen, soll ich den Job weitermachen, soll ich mich verbiegen, soll ich ein Charakterschwein werden, soll ich die Ellbogen ausfahren, was soll ich jetzt machen? So hat das auch Ende der 90er Jahre begonnen, dass dieses Thema überhaupt für mich relevant geworden ist. Das werde ich oft gefragt, wieso, wie kommen Sie zur Macht, wie kommen Sie dazu überhaupt, Bücher zur Macht zu schreiben. Das ist auch so entstanden, dass ich bin ja Psychotherapeutin von der Erstausbildung her, aber Coach eigentlich seit 30 Jahren, da war Coaching noch ganz unbekannt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber mein Steuerberater hat gemeint, ich hätte jetzt zum Fußball gewechselt, weil es das Coaching überhaupt nicht gab in der Wirtschaft. Und jetzt ist es etwas, entweder Sie haben einen oder Sie brauchen einen, also Coaching für alles gibt es heute. Und Ende der 90er Jahre, der Umbruch eben auch in der Wertewelt, auf die komme ich dann gleich zu sprechen, hat mich dazu bewogen festzustellen, dass eigentlich überall es um Machtfragen geht. Und ich mir gedacht habe, na, dann lese ich halt jetzt die vielen Bücher, die es dazu geben wird. Und es gab im populärwissenschaftlichen Bereich gar nichts. Nur Hochwissenschaft, schon zitiert heute eingangs, man kann natürlich Max Weber lesen, man kann, wenn man viel Zeit hat, auch Foucault lesen und man kann Hannah Arendt lesen, das kann man alles machen, aber das kann man nur, wenn man studiert oder sehr viel Zeit hat. Nebenberuflich im Sinne von Fortbildung, sich damit zu beschäftigen, dazu braucht es eine Aufarbeitung und die gab es nicht. Es gab populärwissenschaftlich gar nichts zum Thema Macht. Und dann haben wir gedacht, das ist interessant, wieso brauchen wir jetzt weniger Macht? Das ist einer der Sprüche meiner Jugend wahr geworden, die damals an den Wänden gestanden sind, keine Macht für niemand. Die doppelte Verneinung hat uns nicht so gestört damals, aber es ist jetzt sozusagen, ist das wahr geworden, brauchen wir jetzt weniger Macht? Nein, wir brauchen mehr Macht und das ist auch der Grund, warum dieses Tabu, wie ich es dann auch gesehen habe, dass es eines gibt, aufgebrochen ist. Über das Tabu gibt es im Buch auch einiges zu sagen, das hat geschichtliche Gründe, natürlich mit dem großen Machtmissbrauch des Dritten Reiches, hat biografische Gründe, ist in Österreich und Deutschland besonders ausgeprägt, ist in Spanien und in Frankreich und in den USA ganz anders, wie die mit Macht umgehen. Und auf Englisch kann man das Thema gar nicht recherchieren, weil wenn Sie Power eingeben, bekommen Sie die Elektrizitätswerke. Insofern kann man das sehr schwer recherchieren. Und so habe ich dann ein System entwickelt. Ich bin sehr gerne Didaktikerin, Dinge so aufzubereiten, dass man komplexe Inhalte möglichst gut und rasch erfassen kann und habe das erste Buch, Die helle und die dunkle Seite der Macht, geschrieben. Und da kommt schon einmal jetzt in der Einleitung dem gesellschaftspolitischen Teil, der in allen meinen Büchern vorkommt, die Frage, wie wirkt Macht in welchem Gesellschaftssystem? Ich habe immer so ein Bild wie auf einer Bühne, es gibt eine große Ebene, die große Kulisse, welches Gesellschaftssystem haben wir? Es ist ein Unterschied, ob Sie in einem Indianerdorf Häuptling sind oder ob Sie Leiterin eines Stahlkombinats in der DDR sind. Es ist ein Unterschied. Was Sie tun,
wirkt anders, je nachdem, in welcher großen Kulisse sich das abspielt. Und dasselbe dann natürlich auf der mittleren Ebene, in welcher Organisation es sich abspielt. Das ist das, was auch viele Leute erleben, die sagen, aber in der vorigen Firma hat es funktioniert, wieso funktioniert es jetzt nicht? Ja, weil der Mensch derselbe ist, aber die Kulisse wurde verschoben und deswegen wirken dieselben Verhaltensweisen jetzt anders als in der vorigen Firma. Und früher war das so, dass man ja sozusagen von der Wiege bis zur Bahre einmal hat man alles gelernt und dann ist man dort in Pension gegangen, wo man mal angelernt hatte und musste nicht viel umlernen. Heute wechselt man die Jobs, damit wechselt man auch die Machtsphären. Und deswegen müssen die Menschen, die Individuen, unter anderem ist das ein Grund, auch selbst mehr über die Macht lernen. Und ein zweiter Grund ist, dass die Macht natürlich in den Organisationen geparkt war, sehr stark strukturell verankert war, in den Kirchen, in den Religionen, in den Parteien und die Menschen gar nicht so viel Spielraum hatten, wie sie ihn jetzt haben. Daher müssen sie selbst dazulernen. Der ganz kurze Einstieg über das Thema, in welchem Gesellschaftssystem leben wir und welche Machtmechanismen sind daher wirksam und welche sind weniger wirksam. Das, was Sie hier lesen, ist sozusagen wie der Wetterbericht, meistens ist er negativ, es wird kälter, es wird rauer. Das, was die Menschen, Raucherkammern gibt es keine mehr, also vor der Türe oder wo sie halt zusammenstehen und sich beschweren über die Stimmung, über die Gesellschaft, über wie sich alles entwickelt, dann kommt im Großen und Ganzen das. Also wenig Anerkennung und Würde. Die Abnahme von Loyalität und Solidarität, die Ich-Gesellschaft statt der Wir-Gesellschaft, die Zunahme von Egozentrik, alles das hören wir immer wieder und wir lesen es ja auch in den Medien. Und dann sehen wir, was die Menschen immer noch gerne hätten. Also wenn ich jetzt die Menschen sage, dann meine ich das so global gesellschaftlich gesehen. Und das sind die humanistischen Werte Europas, Mitteleuropas. Ich meine, lange bis vor 2015 haben wir uns darüber nicht den Kopf zerbrochen, was europäische Werte sind. Jetzt taucht das immer wieder auf. Was sind das eigentlich für Werte? Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie diese Schlagwörter, die stehen dann meistens auf Wahlplakaten. Das in einem Wort, weil wir können ja keine ganzen Sätze mehr verstehen. Deswegen steht dann nur ein Foto und ein Wort und das ist dann eines von diesen. Und darunter versteht bekanntlich auch jede Partei was anderes. Ich habe Plakate gesammelt, da steht dasselbe Wort von ganz unterschiedlichen Parteien. In Deutschland haben es die Rechten, bei uns hatten es die Linken, also die Sozialdemokraten und dieselben Begriffe sind auf unterschiedlichen Plakaten und heißen ganz was anderes. Das ist das, was die Menschen bei uns im Großen und Ganzen als Wertekanon verstehen. Und da braucht man nicht zurückgehen bis zu den Römern und Griechen. Es genügt die Aufklärung und wir bekommen einen Wertekanon. Und auf der anderen Seite, das sage ich jetzt, weil ich auch gehört habe, dass viele Kleinunternehmer, Mikrounternehmer und Unternehmerinnen kommen, selbstständige Freiberufler und Freiberuflerinnen kommen. Was wir heute tun müssen in dieser freien Wirtschaft, in der sogenannten, ist Wachstum und Gewinne erzeugen. Und da haben Sie diese Schere zu bedienen, in unterschiedlichsten, also Sie sehen das jetzt auch, dass das unterschiedliche Branchen betrifft und unterschiedliche Größenordnungen, aber Sie müssen schauen, dass Sie zwischen Einnahmen und Ausgaben Ihnen was übrig bleibt. Entweder Sie müssen Kosten sparen oder mehr Umsatz machen und ansonsten gibt es kein Wachstum und keinen Gewinn. Und das ist jetzt auf einer Folie wieder ausgekoppelt in ein ganzes Buch, das, warum wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich einen Businesskrieg führt. Denn in gesättigten Märkten können Sie nur mehr mit Verdrängung wachsen. Sie können nicht mehr mit Werbung wachsen, mit besseren Produkten wachsen. Wenn einfach die Märkte in Ihrer Branche gesättigt sind, dann können Sie nur noch mit Verdrängung wachsen. Dann gibt es nur mehr 5 Autokonzerne, 6 große Versicherungen weltweit, dann wird das eben immer weiter konzentriert und der Markt verdrängt die anderen. Das nur, um die Schere sichtbar zu machen, mir ist das sehr bewusst, dass es immer nur so impressionistisch angedeutet ist, aber um die Schere sichtbar zu machen, in der wir alle stecken. Wo entsteht, wenn wir das selbst entscheiden können, unser Gewinn? Und das Wichtige, was jetzt zu unserer Überschrift mit Werten
gehört, ist dieser Wertewandel, der bei uns so unbemerkt stattgefunden hat, dass 10 Jahre lang eigentlich niemand davon gesprochen hat und vor allem die, die eigentlich dagegen sein hätten müssen, 10 Jahre verschlafen haben. Bis sie aufgewacht sind, war das Ganze durch, war durchstrukturiert in der Gesamtgesellschaft. Was heißt das? Noch einmal der Wertekanon, der alteuropäische, muss ich jetzt in Klammer dazu schreiben, weil man sonst meint, das ist die EU, was genau das Gegenteil davon ist. Die Freiheit der Menschen, sind wir wieder bei der Aufklärung, Gleichheit der Menschen, Solidarität oder Geschwisterlichkeit, Gemeinschaft ist wichtiger als der Einzelne, Kontinuität oder Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, da brauchen wir auch immer ein Adjektiv davor, weil gerade Gerechtigkeit ist so ein Changelink, der einfach so und so verwendet wird. Teilen und umverteilen, da müsste ich jetzt eigentlich noch dazu schreiben von oben nach unten, weil umverteilen heißt heute auch was anderes. Staatliche Kontrolle und Mitbestimmung, Partizipation als Überbleibsel der 70er Jahre, wo man gemeint hat, man müsste Organisationen immer von unten nach oben entwickeln und alle wollen mitsprechen und man müsste die Menschen beteiligen, weil nur dann würden sie etwas mittragen. Das stellt sich inzwischen als einer der großen Irrtümer heraus aus meiner Sicht. Also das ist so verständlich. Ja, da die Älteren, die nicken immer, weil die sozusagen von daher kommen und die Veränderung erlebt haben. Die Jüngeren schauen mich oft an, als würde ich gerade von den Aborigines kommen, weil die natürlich in diese Welt schon hineingeboren sind, in die neue Welt, nämlich in den sogenannten neoliberalen Wertekanon. Und Veränderungen von Machtgefügen passieren ja nicht so, dass die Neuen, die kommen, sagen, wir sind die Bösen, sondern die sagen ja immer, wir sind die Guten. Also jede Veränderung in Machtstrukturen geschieht so, dass das, was bisher war, an seine Grenzen gestoßen ist und die neuen Vertreter sagen, wir machen es besser, wir sind die Guten, wir können das viel besser und das, was bisher war, ist nicht gut. Und so hat auch der neoliberale Wertekanon Werte. Ich muss immer lachen bei Diskussionen, wenn Werte nur dem anderen zugeschrieben werden, so als hätten die keine Werte. Die haben auch Werte, die vertreten halt manche nicht. Also kann ich sagen, diese Werte hat derjenige, aber es sind nicht meine. Oder es sind die alten nicht meine. Aber wissen müssen wir, auch die anderen treten mit Werten an. Wenn wir das nicht akzeptieren oder es ihnen unterstellen, dass es gar keine sind, ist das bereits eine hocheskalierte Kampfansage. Wenn wir nicht akzeptieren, dass wer anderer auch Werte hat. Und die klingen natürlich anders. Die klingen dann Freiheit des Handels und des Kapitals. Also das Kapital muss ganz schnell um die Welt, wir müssen durch den Nacktscanner. Das Kapital muss ganz schnell kreisen können, die Waren müssen frei kreisen können. Anderer Freiheitsbegriff. Differenzierung statt Gleichheit. Also nicht die Hängematte, nicht mit der Gießkanne, Sie kennen das dann alles umgesetzt in politische Slogans. Wettbewerb belebt die Sinne bekanntlich. Es hat ja lange geheißen, der Staat ist ein schlechter Unternehmer und deswegen müsste man alles privatisieren. Individualität, Ich-Gesellschaft, also kümmere dich um dich, sonst tut es keiner. Wir ist irgendwie altmodisch, Gemeinschaft ist altmodisch, das alles im Mainstream heißt, dass du musst schauen, wo du bleibst, weil du musst weiterkommen und du musst dich durchsetzen und du musst kämpfen. Natürlich so, dass es niemand merkt und fair gefälligst, aber du musst dich durchsetzen und nicht mehr, man schaut gemeinsam. In der vorigen Wertewelt, wenn eine Gesellschaft gewachsen ist und reicher geworden ist, hatte sie das Prinzip, dass auch die Randgruppen mitwachsen. Also wieder die älteren 70er Jahre, 80er Jahre oder die, die das irgendwo wahrgenommen haben, gelernt haben, eine Gesellschaft wird reicher und die Randgruppen werden beteiligt. Das ist keine klassenlose Gesellschaft, nicht wie im Kommunismus, es ist eine Klassengesellschaft, aber die Randgruppen werden mitgenommen. In diesem Wertesystem heißt das, take the money and run. Das heißt, jeder schaut auf sich selbst und dann können die Reichen reicher werden, wenn nicht von oben nach unten umverteilt wird, dann werden halt, entsteht diese Spaltung, die wir ja zurzeit erleben.
Individualität als eines der ganz großen Kernwerte. Mobilität und Flexibilität, da tun sich die Österreicher noch ein bisschen schwer. Wenn sie ihre Einbauküche mal eingebaut haben, sagen mir die Bauträger, dann ziehen sie nicht mehr um. Das ist natürlich für Amerikaner völlig unverständlich und auch für die Jungen, die schon woanders studiert haben und in Konzernen arbeiten, wo sie einfach 3 Jahre dort sind und 3 Jahre da sind, das ist alles in Veränderung begriffen. Was macht dieses System mit den sozialen Randgruppen? Dieses System arbeitet mit Wohltätigkeit. Also das neoliberale System hat nicht als Prinzip eine Grundversorgung, sondern Charity. Dann haben Sie eben eine Heilsarmee, dann haben Sie Wohltätigkeitsveranstaltungen, dann können Sie saufen, fressen, wandern für einen guten Zweck und 6-Gänge-Menüs konsumieren, wo dann eben gesammelt wird für irgendeine Organisation. Und das möchte ich jetzt gerne hier dazwischen sagen. Das ist eine der wirksamsten Machttechniken überhaupt gesellschaftlich gesehen. Denn wenn Sie darauf angewiesen sind, dass jemand für Sie spendet, dass ein Unternehmen für Sie sponsert, dann müssen Sie sich so verhalten, dass Sie zu diesem Unternehmen passen. Und damit ist der Anpassungsdruck bis in die Vereine, bis in die Initiativen, bis in die Tiefen der Gesellschaft gekommen. Weil wenn Sie ein Verein sind, der sich unbedingt als bunter Hund und als opportunistisch und nicht als opportunistisch, sondern als Opposition benehmen will und Dinge aufzeigen will, dann wird er halt kein Geld kriegen. Und wenn er auch nicht genug Crowdfundings oder Fans hat, dann wird er zu wenig Geld haben, um wirksam zu sein. Das war der Durchmarsch dann, wo es bis in die Tiefen der Gesellschaft hineingegangen ist. Leistungsbereitschaft, wieder so ein Kernwert, nur die leistungsfähigen Individuen sind wertvolle Individuen. Also man darf noch ein bisschen lernen, aber möglichst kurz und dann sollte man schon in der Leistungsgesellschaft angekommen sein und dann sollte man möglichst lange in ihr verharren. Und da tun sich ja einige Paradoxien auf, unter Bedingungen, die nicht gerade gesundheitsförderlich sind, sollte man möglichst immer länger arbeiten. Deregulierung und Privatisierung kennen wir alle, das läuft schon länger. Und ein ganz wichtiger Kernwert auch dieses Systems ist Eigenverantwortung. Wenn Sie nicht gesund, schön, sexuell aktiv und reich sind, sind Sie selber schuld, möchte ich Ihnen nur sagen. Es ist niemand mehr da, dem Sie die Schuld geben könnten. Sonst auch noch in meinen jungen Jahren, wenn Randgruppen oder auch Individuen nicht partizipieren konnten, nicht mithalten konnten, dann hat man sich gesellschaftlich überlegt, was muss man ändern, dass die Menschen dazugehören. Jetzt heißt es, du bist selber schuld und nimm dir einen Coach, damit du weiterkommst. Das ist auch der Grund für diesen Boom meiner Branche, dass das in 30 Jahren zu einem Riesenmarkt entstanden ist unter dem Titel Selbstoptimierung. Weil Sie müssen dazu passen. Nicht die Gesellschaft, die ist Naturgesetz, Sie müssen dazu passen. Das heißt, Sie müssen sich ändern. Und wenn Sie die Firma wechseln, müssen Sie sich wieder ändern. Ich will nicht gerade sagen, umoperieren lassen, aber doch ziemlich das Outfit und das Auftreten und alle diese Dinge wieder den Regeln anpassen. Eigenverantwortung über alles. So, jetzt nur zum mal mitlesen, was hat sich geändert? Dazu gibt es jetzt schon genug Literatur. Nachdem die Schock 10 Jahre vergangen sind, hat man sich jetzt auch damit auseinandergesetzt und man hat festgestellt, was sich alles geändert hat und diese Regeln sind bereits durch. Also man kann nicht sagen, man fürchtet sich vor irgendwas, was kommt, sondern da kann man sich schon fürchten, weil es kommt wieder was anderes auch. Aber dieses System ist bereits seit 20 Jahren etabliert. Das hat jetzt unterschiedliche Gesellschaftsbereiche in unterschiedlichen Zeiten erreicht. Und manchmal kommen Menschen zu mir, die sind so irgendwie noch auf der Insel der Seligen, die erreicht jetzt erst so eine Welle dieser Prinzipien, aber die meisten sind damit bereits konfrontiert. Vielleicht auch noch ein Satz, wie die Finanzkrise ausgebrochen war und sich dann wieder beruhigt hat, haben ja viele gutmeinenden alteuropäischen Menschen gedacht, jetzt kommt die Wende wieder. Also jetzt kommt sozusagen, der Neoliberalismus hat sich bewiesen, der funktioniert nicht und jetzt wird alles gut.
Was sich aus meiner Sicht geändert hat, ist das Wording der meisten Unternehmen. Sie haben alteuropäische Werbesprüche wieder. In jeder Beziehung zählen die Menschen in der Bank, aber sie gehen rein und es ist keiner da, nur Maschinen. Also das Wording hat sich geändert. Das wurde alteuropäisch wieder herausgegraben, weil es die Sehnsucht der Menschen bedient. Aber das Doing hat sich verschärft. Und das spüren in Großorganisationen die Menschen auch ganz stark, dass sich das Doing noch mehr verschärft hat, der Druck noch größer ist, der Spardruck noch größer ist, aber das Wording ganz kooperativ und gewaltfrei und sinnstiftend ist jetzt das Neue in den agilen Unternehmen, die jetzt Sinn auch noch anbieten. Das Wording ist alteuropäisch, das Doing ist verschärft so. Und wenn Sie von heute nur das mitnehmen, zu beobachten, wo diese Diskrepanz stattfindet, werden Sie hinter den Schleier, hinter diese Vernebelung schauen können, die überall stattfindet. Auch nur kurz angedeutet, weil ich das immer wieder gefragt werde, würde ich es wissen, wäre ich nicht hier. Also diese Fragen wird jeder gern wissen. Sie können zu jeder dieser Thesen genug Literatur finden. Ich habe das schon seit 15 Jahren, dieses Chart laufen. Und ich könnte immer wieder schauen, was ist gerade sozusagen, was hat gerade mehr Punkte. Eine Zeit lang war wieder Weltwirtschaftskrise, Staatenkollaps, geht Griechenland pleite, geht Kärnten pleite. Wer hätte jemals gedacht, dass Kärnten pleite gehen kann? Aber jetzt wissen wir, ja, also auch Volkswirtschaften haben Bedingungen. Der Sieg des Systems, wir bekommen amerikanische, lateinamerikanische Verhältnisse, die Spaltung geht immer weiter. Sie müssen von Anfang an zu sparen beginnen, um die Bildung ihrer Kinder zu finanzieren, ihr Krankensystem zu finanzieren. Der Sozialstaat wird immer weiter zurückgefahren. Und das, wo ich am wenigsten sehe, die Emanzipation Europas, findet nicht über die EU statt, aber die könnte stattfinden. Weil Europa ist ein Wirtschaftsraum, selbst wenn er eben nationalstaatlich historisch entstanden ist, der groß genug wäre und der eine Bedeutung haben könnte. Nur da sehe ich keine Emanzipation. Da sehe ich im Moment ein Anschließen an das amerikanische System und keine eigenständige Politik. Die Botschaft an alle Rebellen und Rebellinnen, bitte in Ihr Stammbuch schreiben. Wer eine andere Gesellschaft will, also wer mit der neoliberalen Gesellschaft zufrieden ist, einverstanden ist, ihre Vertreter unterstützt, der hat es gut, weil der ist jetzt im Moment im Mainstream. Der ist dort, wo der Zug fährt. Die Rebellen und Rebellinnen, die haben es schwer, weil die erstens mal zum Teil nicht durchblicken und dann nicht wissen, was sie tun sollen. Zum Teil stammen sie aus einer Zeit, wo es geheißen hat, das Private ist politisch, und meinen, alles, was sie privat täten, würde das System ändern. Das muss ich leider immer sagen, das ist schon lange nicht mehr der Fall, weil einfach diese Zahnräder nicht mehr ineinander greifen. Sie können privat tun, was sie wollen. Sie können Nike boykottieren, sie können vom Westbahnhof zum Heldenplatz mit Trillerpfeifen gehen, sie können sich anketten an Bagger in der Au, sie können campieren auf einem Park, sie können Occupy Wall Street machen und nach 3 Monaten sind die weg, spurlos weg. Das ist was, was mich politisch am meisten beschäftigt. Was passiert mit diesen Initiativen? Ich warte, wie lange die Gelbwesten durchhalten werden oder eben Proteste, ja, groß und zack, weg. Und mir sagen Vertreter, das haben wir schon alles eingepreist. Also Bauvorhaben eingepreist. Da wird so lange Widerstand geben, das haben wir schon in der Planung drinnen. In der Projektplanung. Das überrascht keinen mehr. Das sind keine Maßnahmen mehr, die irgendwie das System erschüttern würden. Also für alle die, meine erste Frage ist immer, wenn wer kommt, müssen Sie Geld verdienen. Wenn jemand sagt nein, machen wir was anderes, als wenn er sagt ja. Denn wenn Sie Geld verdienen müssen, müssen Sie in einem für Sie fremden, feindlichen System schauen, dass Sie Ihre Existenz sichern. Und es ist oft nicht einfach. Es kann nicht jeder sagen, dann wäre ich halt Biobauer und es kann nicht jeder Manager, der mit 45 seinen Job verloren hat, sagen, dann kaufe ich mir halt einen Weinberg, weil dann müsste er weiter oben ausgestiegen sein. Und das Mittlere, die Mittelschicht, die hat es am allerschwersten. Weil die Unterschicht hat noch ein soziales Netz bei uns, die anderen gehen sowieso mit der Millionenabfertigung, die brauchen nichts mehr machen. Die Mittelschicht, die zwischen 40 und 50, 55, 60
aus dem System fallen, die verschwinden schweigend. Dazu schreibe ich in dem neuen roten Buch, in dem Machtwort, ein ziemlich langes Kapitel, weil mich das sehr beschäftigt, sehr betroffen macht, wie diese Schicht verschwindet, zerbröselt, weil es heißt up or out. Also entweder du schaffst das nach oben oder du bist draußen. Deswegen lassen Sie Ihren Chef in Ruhe, der kann es auch nicht ändern, falls Sie einen haben. Und schauen Sie, dass Sie, wenn Sie Ihr eigener Chef, dann müssen Sie, wenn Sie Ihr eigener Chef sind, müssen Sie sowieso mit Ihren Kunden zurechtkommen und mit den Behörden. Aber falls Sie in einem System arbeiten, das eben eine große Organisation hat, dann quälen Sie nicht Ihre Vorgesetzten, die können überhaupt nichts tun. Weil in diesen Organisationen nicht weiter oben mehr Macht ist, sondern weniger Macht. Die stehen unter Sachzwängen, wo sich dann viele denken, ja, wenn ich oben bin, dann mache ich alles anders, um festzustellen, dass sie genau vielleicht die Wand anders anstreichen können und den Blumentopf ändern. Aber ansonsten müssen sie ihre Ziele erreichen, ihre Gewinne, ihre Vierteljahresbilanz erreichen. Das ist das, was sie tun müssen und unter all den Bedingungen, die sie haben. Also verändern kann man ein System nur in politischen und sozialen Bewegungen. Es ist, erinnert mich ein bisschen an die Arbeiterbewegung zur Zeit der Industrialisierung, 14 Stunden arbeiten, dann eine politische Bewegung gründen, dann kämpfen, im Kaffeehaus ein bisschen jammern und ein bisschen philosophieren, wird das System aber sowas von nicht kratzen. Insofern muss man sich dann vielleicht langsam mal überlegen, was man tun will, wenn man mit dem System nicht einverstanden ist. Diejenigen unter Ihnen, die hier sitzen, die einverstanden sind, können sich überlegen, wie sie möglichst lange an der Macht halten, dieses System. So, das war der erste halbe Tag vom Seminar. Jetzt kommt der zweite halbe Tag. Aus all diesen Gründen müssen Sie selbst mehr Machtkompetenz entwickeln. Jedes Individuum muss einfach wissen, wie das Spiel geht. Und zwar sowohl am Arbeitsplatz für die eigenen Aktivitäten, als auch um sich politisch zu positionieren. Die gute Nachricht ist, Machtkompetenz ist der tabuisierte Teil der Sozialkompetenz. Und Sozialkompetenz ist ja so ein Hype-Begriff seit den 80er Jahren. Alle müssen sozialkompetent sein. Die Männer müssen es endlich werden, weil die Frauen sind es schon von selber. Und diese Sozialkompetenz ist ein ganz wesentlicher Punkt und Machtkompetenz wird verschwiegen, weil Machtkompetenz und der Machtbegriff ist noch immer tabuisiert. Er bricht jetzt langsam auf, man sieht es an den Publikationen und an den Angeboten, dass das Machtthema jetzt langsam auch so benannt wird und nicht mehr nur verschleiert angeboten wird. Also die gute Nachricht. Die noch nicht so gute Nachricht ist, wenn man etwas als Macht bezeichnet, wird es immer noch eher mit Dunkel assoziiert. Also wenn man, so wie ich, das Machtthema direkt als seine Kernarbeit hat, dann ist es immer so ein bisschen, na, was ist das, wie ist sie? Und ich habe ein Gerücht gehört, das heißt, die Bauer Jelinek soll ja privat ganz nett sein. Weil dieses Machtthema einfach abfärbt. Ja, also man schaut immer dann so, wenn ich wohin komme, vorstellt vorsichtig, ob das jetzt irgendwas zu tun hat mit dem Wissen über die Macht. Wir gehen von einer Definition aus. Ich folge jetzt dem Buch Die helle und die dunkle Seite der Macht in seinen Kapiteln. Am Schluss sollte man selbstständig eine Machtanalyse machen können. Das heißt, zumindest nach dem Seminar, wo wir auch Übungen haben, das heißt, Sie können dann jede schwierige Situation vorbereiten mit einer Checkliste und so Ihre eigenen Machtinstrumente und Ihre Strategien besser vorbereiten und vor allem auch die Ihrer Gegner und Gegnerinnen besser einschätzen. Das ist einfach eine Vorbereitung, so wie die Skifahrer ihre Piste besichtigen und schauen, wie sie es anlegen werden und die Fußballspieler eine Taktik ausarbeiten, so können Sie bei jedem Konflikt dann mit einer Machtanalyse besser agieren. Aus meiner Sicht, also Definitionen gibt es ja viele, wobei die meisten dann aus der Soziologie sind oder aus der Politologie sind, mir geht es ja ums Individuum. Das heißt, Macht ist das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Das ist die halbe Max-Weber-Definition. Ich bin nicht einverstanden mit seiner ganzen, wo er dann sagt, gleich mit welchen Mitteln.
weil da definiert er die Gewalt mit hinein. Und mir ist es ganz wesentlich, die friedlichen Formen der Macht stärker herauszufinden, weil man dann weniger kämpfen muss. Je mehr friedliche Formen man kann und je besser man sie kann, umso seltener muss man kämpfen. Ich höre aber nicht dort auf, wo meine Kollegen von der gewaltfreien Kommunikation aufhören. Wenn man kämpfen muss, dann muss man diesen Kampf auch führen und man muss es auch können und wollen. Ich sehe so viele Menschen, die steigen in den Ring, aber jetzt reicht es mir. Und dann stehen sie im Ring so unter dem Motto, jetzt schauen wir einmal und zack und schon sind sie weg. Sie müssen vorher überlegen, ob sie in den Ring steigen, vorher die Boxhandschuhe auspacken oder nicht hineinsteigen. Aber wenn sie die Ziele verfolgen und dann aufhören am halben Weg, was ich dann immer den Kollegen sage, und was ist, wenn eure Stufen aus sind, geht es dann heim oder was macht ihr dann bei der gewaltfreien Kommunikation? Wie geht es dann weiter, wenn die Ziele immer noch vorhanden sind und der Widerstand immer noch groß ist? Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit der Verantwortung und der Ethik. Weil jetzt haben wir ja nur so zwei W nebeneinander stehen. Wir haben der will was und der will was. Und alles, was dann passiert, dient dazu, um irgendeine Form der Einigung in diesem Kompromiss oder in diesem Konflikt zu finden. Einen Kompromiss oder es gewinnt eben jemand. Wie bewerten wir denn, ob das ein Machtanspruch ist, der legitim ist, oder ob das Machtmissbrauch ist? Das hat mich bei meinen Arbeiten sehr lange beschäftigt, weil eben aus dieser Friedensbewegung kommend der erste Gedanke ist, Gewalt ist natürlich Missbrauch, was ja schon einmal nicht stimmt, weil Gewalt kann natürlich legitimiert sein. Es gibt eine Staatsgewalt, es gibt Gewaltsituationen, die absolut kein Missbrauch sind. Also das ist es nicht, so können wir es nicht definieren. So können wir es auch nicht entscheiden, ist es jetzt Machtmissbrauch oder Machtgebrauch. Und bei den anderen sind wir immer sehr schnell. Das ist immer Machtmissbrauch, ganz schnell bei den anderen. Bei uns selber sind wir ein bisschen toleranter, da ist es fast nie Machtmissbrauch, wenn wir es analysieren. Aber auch da gibt es diesen natürlich. Eine Anekdote, mit der man das sehr schnell mitnehmen kann. Es gab zur Zeit des Vormärz in Wien einen Kaiser, den man fast in der Schule nicht gelernt hat. Der hieß Kaiser Ferdinand der Gütige. Also ich habe ihn nicht gekannt, vielleicht hat ihn irgendwer auf einer Geschichtsbuchseite gefunden. Und die Wiener haben zu ihm gesagt, Kaiser Gütinand der Fertige. Die Wiener haben da immer ein feines Gespür für solche Machtinkompetenzen. Und daran kann man schon sehen, er war offensichtlich nicht sehr kompetent in dieser Frage. Und es gab bewaffnete Aufstände in den Straßen von Wien. Und es kam eben ein Bote, der sagt, Majestät, Majestät, bewaffnete Aufstände in den Straßen von Wien. Und er sagt, ja, dürfen Sie denn das? Und es ist jetzt im Seminar eine Arbeit von sicher einer Stunde, diese Frage zu klären. Weil den Test machen wir jetzt nicht, können Sie für sich machen. Die Rebellen sagen immer, natürlich dürfen Sie das. Ich sage, aber wieso werden Sie dann erschossen, wieso werden Sie dann eingesperrt? Also es gibt immer zwei Ebenen, die Sie bedenken müssen, um es abzukürzen. Natürlich dürfen Sie keine bewaffneten Aufstände machen, in keinem System. Sie dürfen auch in der Demokratie keinen bewaffneten Aufstand machen, um die Monarchie wieder einzuführen. Sie dürfen ein System nicht gewaltsam ändern. Jedes System wehrt sich dagegen. Das auch noch so friedliche wehrt sich dagegen. Also es gibt eine gesetzliche Lage. Und warum ändert sich dann doch was? Weil es eine innere Legitimation gibt, die heißt, es reicht, und dann riskieren die Menschen in der Politik ihr Leben, im Beruf ihren Job oder ihre Vorrückung, ihre Karriere, ihren Bonus, weil sie Dinge eben nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Wenn Sie sich den Kaiser Gütinand den Fertigen merken und sich die Frage immer stellen, ja, dürfen Sie denn das, und das auch sich selbst fragen, aufgrund wovon erlaube ich mir jetzt diesen Machtanspruch. Und dann haben Sie diese zwei Ebenen, gibt es eine gesetzliche oder eine normative Ebene in der Organisation, die dagegen spricht, oder muss ich das ganz alleine verantworten? Und am besten ist natürlich, wenn die beiden zusammenfallen, dann haben Sie die meiste Kraft und keine inneren Reibungsflächen. Und wenn das zusammentrifft, wenn Sie das wollen, was Sie auch sollen, und wenn Sie sollen, was Sie wollen, dann ist das am allerbesten und am einfachsten. Der Baumarkt der Machtinstrumente.
Sie müssen in den Baumarkt und dort so einen Werkzeugwagen mit 8 Schubladen besorgen und dann mal Ihre Machtinstrumente einsortieren und schauen, was Sie denn da so alles haben. Und wenn Sie irgendwo gar nichts drinnen haben, dann sollten Sie dringend nachfassen. Also beim Sortieren merken die Menschen sehr oft, dass sie eigentlich nur einen Vorschlaghammer haben. Und das geht halt für die feinen Sachen nicht. Oder manche haben nur so ein kleines Schnitzmesser, schwer für die Betonwand. Sie brauchen einfach unterschiedliche Instrumente. Und ein Instrument ist nicht an sich gut oder schlecht, sondern es ist immer nur so gut, wie es für das Werkstück angewendet wird. Und das ist die Kunst. Sie haben da einen Haufen Instrumente in Ihrem Werkzeugwagen und Sie müssen dann entscheiden, was Sie auspacken. Welches Instrument Sie für welche Situation verwenden. Und je besser Sie das entscheiden, umso schneller werden Sie zum Ziel kommen. Kleine Bemerkung nur dazwischen, weil ich sehe, dass Menschen so eifrig schreiben, Sie können die Präsentation dann nachher beziehen. Also Sie können das als PDF dann über die Veranstalter beziehen und ich glaube, die Aufzeichnung wird auch noch hineingestellt auf YouTube, glaube ich. Also das mal für den Baumarkt der Macht. So, jetzt haben wir schon wesentliche Schritte. Wir wissen, wer will was, diese zwei W. Wir wissen, wer darf was, innen und außen. Wir wissen, was sie für Machtinstrumente haben, was in ihren Schubladen sich befindet. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt, der mit den Werten besonders viel zu tun hat, etwas, was ich die Schauplätze der Macht nenne. Es basiert auf einem soziologischen Konzept der differenzierten Gesellschaft, dass es nämlich Machtsphären gibt in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, die Spielregeln gemeinsam hat. Dieses Konzept hat das Haus nicht gehabt, das ist die Privatsphäre. Manchmal, wenn ich böse bin, sage ich, es haben es drei Männer entwickelt, die haben eben auf diese Privatsphäre vergessen oder es war nicht das Thema ihrer Untersuchung. Die anderen drei Bereiche sind die äußeren Welten. Das heißt, das Haus ist privat, Freunde, Familie, Privatsphäre. Der Markt, haben wir schon gesagt, der kann unterschiedlich organisiert sein. Im Moment ist er wettbewerbsorientiert und neoliberal. Die Burg ist der Bereich der öffentlichen Verwaltung, der Legislative, der Exekutive, der Politik, der Sicherheit, Polizei und Militär. Und es ist jetzt wieder unabhängig davon, in welchem Gesellschaftssystem Sie leben. Je nachdem sind diese Kreise eben verschieden groß. Und wir können, sage ich noch das vierte, und der Tempel ist der Bereich, wo Werte entstehen und geschaffen werden, um dann in die Gesellschaft verteilt zu werden. Also Umweltbewusstsein gab es nicht in den 50er Jahren, alles ins Wasser und in die Luft. Dann entsteht auf einer geistigen Ebene durch Ereignisse, durch Unfälle, Katastrophen ein Bewusstsein. Dann sickert das immer weiter in die Gesellschaft, in die Politik, in den Markt und jetzt tun wir Müll trennen. Also das geht dann in alle Bereiche hinein, aber es entsteht in einer geistigen Sphäre. Frauenrechte, Bildungsansprüche, alles entsteht als Wert in einer geistigen Sphäre. Und natürlich ist in der heutigen Gesellschaft logisch der rote große Kreis die Wirtschaft, die in alle anderen Bereiche eingreift. Und wissen müssen wir, dass die Spielregeln verschieden sind. Und dass Sie während eines Tages durch alle diese Bereiche durchgehen. Also Sie müssen anders sich verhalten, wenn Sie mit einer Behörde sprechen. Sie müssen sich anders verhalten, wenn Sie mit Kunden sprechen, was verkaufen wollen. Anders verhalten, wenn Sie ein Mitarbeitergespräch haben oder mit Mitarbeitern sprechen. Und anders verhalten, wenn Sie wieder zu Hause sind und mit Ihren Kindern reden oder spielen oder mit Partnern und Partnerinnen kommunizieren. Der zweite halbe Tag. Der dritte halbe Tag, die Eskalationsstrategie. Also wir reden jetzt, wenn das Machtfahrzeug ein Auto wäre, dann sprechen wir jetzt vom Getriebe. Sie brauchen ein rassiges Fünfganggetriebe, nicht so ein armes Elektroauto mit einem Ein- und Ausschalter, wo man dann gerade mal 40 fahren darf. Sie müssen raufschalten können, runterschalten können, auch keine Automatik. Sie müssen das entscheiden, ob Sie eskalieren oder deeskalieren. Absichtlich etwas auf die Spitze treiben, ist auch eine Methode, die man einsetzen kann. Man muss nicht alles immer nur so dahinlaufen lassen oder ständig kalmieren. Manchmal ist es gescheit, wenn man etwas zur Explosion bringt und ein reinigendes Gewitter und dann sind die Fronten klar. Dieses Getriebe
meint den strategischen Einsatz dieser Machtinstrumente und beginnt mit der Realitätsprüfung. Das heißt, Sie schauen einmal, wer was überhaupt will, und dort passieren schon viele Fehler. Dort passiert bereits an dem Punkt jede Menge Kräfteverlust, weil die Menschen glauben, das ist böse Absicht. In Wirklichkeit ist ja nur, sage ich immer nur, darf man nicht schreiben, weil es politisch inkorrekt ist, die 3B ist blind, blöd oder bös. Also Sie müssen bei der Realitätsprüfung feststellen, ist jemand nur blind, weiß es oder sie nicht, einfach keine Ahnung, wie das hier geht, oder hat ihm noch niemand beigebracht, ihr noch niemand erklärt, blind. Blöd heißt, es hat ihr schon jemand dreimal erklärt, aber es nützt nichts. Also das wird zäh, ja, das wird mühsam. Und nur bös, nur das dritte B heißt, es hat jemand eine Absicht. Also bös und alles unter Anführungszeichen. Nur das heißt, es will jemand Ihnen schaden oder es will jemand genau gegen Sie was unternehmen. Und das ist die allerseltenste Form. Die meisten Fälle sind blind oder blöd. Das ist nicht viel angenehmer, aber es erfordert eine andere Vorgangsweise. Die drei friedlichen Formen der Macht heißt gezielte Information. Sie, das habe ich da eh noch drauf. Gezielte Information bedeutet, haben Sie schon genau gesagt, was Sie wollen? Haben Sie gefragt, was der andere will? Auch dort passieren viele Fehler, weil man sich denkt, das muss der doch wissen. Der kann aber nicht Gedanken lesen und Sie nicht fragen, was der andere will, weil Sie glauben, Sie wissen es eh. Also dort kann man sich sehr stark verbessern, indem man die Ws abfragt. Dann kommen Sie drauf, es gibt einen Konflikt und dann können Sie verhandeln. Und ganz interessant in den 20 Jahren, was ich jetzt erfahren habe, ist, dass gerade friedliebende Menschen schlecht verhandeln. Wenn sie es nicht, also sehr oft, ja, wenn sie es nicht gleich kriegen, dann geht nur mehr Kampf. Und dazwischen, da muss ich halt was hergeben, da muss ich halt auf was verzichten, da muss ich halt ein Angebot machen. Also der Klassiker ist für Menschen, die sehr stark am Frieden orientiert sind, oft sehr schwierig, weil sie wollen nichts von sich hergeben und sie wollen kein Angebot machen. Sie arbeiten eigentlich mit der Macht der Überzeugung, sie wollen Recht haben. Und wenn sie nicht Recht haben, dann geht das halt mit Kampf sehr oft. Und sie können sich immer zurückziehen. Rückzug ist eine Möglichkeit, die nicht schwach ist. Flucht ist zu spät, aber Rückzug heißt, sie gehen rechtzeitig unter Wahrung ihrer Möglichkeiten, um dann Anlauf zu nehmen und wiederzukommen. Bis daher geht es ja noch, das haben Sie schon in Verhandlungsseminaren gelernt, im Harvard-System, Sie haben einfach vieles wahrscheinlich schon in Führungsseminaren, in Marketingseminaren, überall schon was davon gehört. Bis daher geht's. Sie lassen denjenigen da durchspringen, indem Sie vorn entweder eine Karotte hinhängen oder hinten ein kleines Feuer machen, aber der springt noch freiwillig. Sie tun schon was, aber das ist nicht gewalttätig. Ja? Entweder sie halb zog er sie, halb sank sie hin. Also so zwischen einem Anreiz liefern und einem Druck ausüben, spielt sich das hier ab. Ganz schwer wieder für die meisten alteuropäischen, aus der Friedensbewegung kommenden Menschen ist die Eskalation in den Kampf. Was nicht heißt, dass sie nicht kämpfen. Die kämpfen alle. Niemand von uns allen hat noch nie gekämpft, sonst wären wir gar nicht da. Also wir hätten uns schon als Kinder nicht durchgesetzt. Alle kämpfen wir, nur tun wir das meistens nicht bewusst. Sondern irgendwer drückt uns die Knöpfe, dann geht der FI-Schalter und dann agieren wir aus dem Hirnstamm und dann müssen wir wieder zurückrudern und haben Sachen gesagt, die wir nicht sagen wollten. Aber geplant zu kämpfen, das tun die wenigsten. Es ist aber die einzige Möglichkeit, wenn sie sich nicht selbst schädigen wollen. Also wenn sie nicht nach außen kämpfen, dann kämpfen sie meistens gegen sich selbst. Oder sie geben das Ziel auf. Immer können sie das Ziel aufgeben, wie bei der allgemeinen Verunsicherung, Banküberfall, na gut, dann zahle ich eben ein. Sie können immer sagen, dann lass es eben, ja, weil kämpfen will ich nicht. Aber ganz oft kommen die Leute ins Coaching und sagen, ich will das haben, aber ich will nicht tun, was ich dafür tun muss. Und das ist natürlich, sie stehen zugleich am Gas und auf der Bremse. Und das Love it or leave it or change it, diese ganzen esoterischen Sprüche haben hier durchaus ihren Platz. Also unkontrollierter Kampf, Sicherung geht, Krokodilgehirn übernimmt, beißen, flüchten, kämpfen,
unbewusst oder kontrollierter Kampf. Und um das ganze Auto jetzt wieder zurück in die Garage zu bringen, nachhaltige Beziehungen müssen sie zurück zum Frieden führen. Also es muss eine Versöhnung geben und von dort wieder in die Verhandlung. Wenn sie nämlich, Machiavelli sagt, vernichtet deine Feinde vollständig, das geht halt nicht so leicht. Also man begegnet sich immer zweimal einander und dann haben sie das Problem, was sie vorher nicht gelöst haben, wieder auf dem Tisch. Also wieder zurück in die Versöhnung, in die Verhandlung und dort müssen sie dem anderen wieder was geben. Und gerade bei interkulturellen Verhandlungen, man muss dem anderen das Gesicht wahren lassen. Sie müssen ihm was geben, mit dem er nach Hause kommen kann und auch was vorweisen kann. Sie können den nicht komplett vernichten. Das können schon, aber es bringt nichts. Im nächsten Schritt bringt es nichts. Selbst wenn sie könnten, wäre es schlecht. Also muss man sich zurücknehmen und schauen, dass man auf die Verhandlungsebene kommt und dort wieder einen Gewinn macht, den man dann teilt. Und das ist die Machtanalyse. Die finden Sie dann eben als Checkliste auch im Buch wo Sie, und im Seminar. Sie haben auch einen Zettel, wo das nächste Seminar, also ein Prospekt, wo das nächste Seminar angekündigt ist, wo man lernt, wie man mit dieser Machtanalyse umgeht. Also alle die Punkte, die ich jetzt im Schnelldurchgang angerissen habe, braucht man, um eine solche Machtanalyse zu machen. Wofür steht sie hier? Christine Bauer-Jelinek. Die berühmten drei Buchstaben, genau. Gut, wir sind bei 20 Uhr, aber ich habe auch noch zwei Videos mitgebracht. Ein bisschen würde ich Sie noch gerne belasten, weil ich habe jetzt die Tipps noch für Sie. Wir sind jetzt sozusagen mit dem Theorieteil bei der Machtanalyse angelangt und ich hätte hier noch einige Tipps, die Sie dann im Detail ja in der Präsentation finden. Was muss man machen? Was machen wir im Coaching? Mentale Klarheit schaffen. Allererste Arbeit ist, es muss das Mindset, wie man heute so schön sagt, es muss im Kopf klar sein, was man will, was der Preis dafür ist, was Sie dafür bereit sind zu zahlen, auf was Sie verzichten müssen. Sie müssen Herzbeziehungen von Leistungsbeziehungen unterscheiden, weil auch einen Trend, den ich beobachte, ist, die Menschen wollen im Beruf geliebt werden und zu Hause rechnen sie auf. Bitte umdrehen. Also zu Hause weniger rechnen, wie viel oft einmal hast du den Geschirrspüler eingeräumt und also zu Hause weniger rechnen. Liebe war ein Zitat am Anfang, ist gekennzeichnet durch Nichtverrechnung. Das muss einfach, selbst wenn Sie mal mehr tun, es muss grundsätzlich passen. Aber wenn Sie jeden Tag rechnen, gehen die intimen Beziehungen kaputt. Das ist auch mit der Grund, warum so viele kaputt gehen. Herzbeziehungen, nenne ich das, funktionieren anders als Berufsbeziehungen. Und im Beruf sind die Menschen, die dann geliebt werden wollen, sagen, na, jetzt frage ich nicht um eine Gehaltserhöhung, weil das macht schlechte Stimmung. Ja, eh, aber dann haben sie es halt auch nicht. Ja? Und da gibt es schon immer noch ein Mann-Frau-Thema, das wird sich zwar, glaube ich, aufhören, ich habe die Wette im See fliegen, dass das nicht mehr lange ein Mann-Frau-Thema sein wird, aber durch die Sozialisation bedingt gibt es halt immer noch die Situation, dass Männer früher fragen, eher den Konflikt aushalten und Frauen lange fleißig sind und warten, dass man ihnen dann eher was anbietet. Und das passiert halt in dem neoliberalen System nicht. Und wenn man mal 5 Jahre versäumt hat, kriegt man es in der Lebensarbeitszeit nicht mehr hin. Insofern Leistungsbeziehungen, den sehr sozialen Frauen sage ich, reißen Sie es bitte dem System heraus mit Zähnen und Klauen. Wenn Sie es nicht brauchen, können Sie es ja spenden. Aber Sie müssen es einfach um Ihrer Ehre willen und Sie werden nur dann ernst genommen, weil jeder fragt sich, was ist mit dir? Ja? Also jeder fragt sich, will die nichts? Bei mir sitzen die Chefs, männliche, die sagen, ich habe geglaubt, die Kollegin kriegt heuer einen Bonus, aber sie hat wieder nicht gefragt. Heute mal wieder. Also so geht das in diesem System. Sie werden nicht als sozial betrachtet, sondern als leicht doof, weil sie das nicht verlangen, nicht erkämpfen, was sie verdienen und immer ein Stückchen mehr, als sie verdienen. Und ein bisschen weniger arbeiten, als sie sollen. Die Aufgabe auch sehr oft für Frauen ist, sage jetzt machen Sie mal so lang weniger, bis sich wer aufregt. Das geht fast nicht. Also das ist ganz... Und die große Überraschung, es regt sich noch immer niemand auf. Ich bin heute um 4 gegangen, keinen Menschen hat das gestört. Ja? Also
mal die Grenzen ausloten und nicht immer zu viel liefern und zu wenig verlangen. In einem neoliberalen System funktioniert das nicht. Das funktioniert in Herzbeziehungen. Und dort mal, also umtauschen, ja? Dort verhandeln, hier großzügig sein. Perfektionismus ablegen, Kooperation und Kampf üben. Und die Bergwerkstrategie muss ich Ihnen noch erklären, das Stichwort habe ich Sie da. Wenn gar nichts geht und Sie Geld verdienen müssen, dann rate ich zurzeit nicht zum Jobwechsel. Also in den früheren Zeiten der 90er Jahre hat man in 3 Monaten den nächstbesseren Job, den nächstbesser bezahlten Job gehabt. Heute heißt das, so lange im System bleiben, wie es irgendwie geht. Weil draußen ist erstens der Job schwer zu finden und Sie bekommen um bis zu 25% weniger bezahlt. Sie steigen nicht mehr auf beim Wechsel, sondern man kauft sie günstiger ein im Allgemeinen. Das heißt, ich bleibe da, fahre ins Bergwerk ein, Stirnlampe an, Metall runterklopfen, rausfahren, Lohntüte nehmen, fertig. Das ist das Bergwerk. Dann kommt natürlich die Frage an mich als Psychotherapeutin, und was ist mit dem Sinn im Leben und was soll ich denn dann, ja, das passt ja alles nicht, und den Sinn außerhalb suchen. In der Familie, bei den Freunden, im Ehrenamt, in der Politik, im Umsturz des Systems. Aber Bergwerk muss die Existenz sichern. Die Menschen, die sagen, ja, dann gehe ich halt und dann ohne alles dastehen und sich selbst ins Knie schießen, das ändert das System überhaupt nicht. So, die Regeln der Arbeitgeber sollten Sie kennen. Die sind unterschiedlich, je nach Größe des Unternehmens. Anders in einem Start-up als in einem Konzern. Ganz neuer Vortrag von mir sind die Hierarchietypen unter Einbeziehung der agilen Unternehmen. Agile Unternehmen, Modewort in den Konzernen. Ich betrachte das sehr kritisch und ein bisschen sarkastisch, weil die Menschen, die gesucht werden, um in solchen agilen Unternehmen zu arbeiten, gibt es nicht. Also diese erleuchteten Personen, die ununterbrochen selbstreflexiv von sich transparent sagen, wie es ihnen geht und dann mit Respekt die anderen behandeln und das unter Zeitdruck und ohne Hierarchien und wo sie sich dann noch zum Teil die Boni selber aushandeln müssen. Also ich war fassungslos, wie ich gelesen habe, was man da jetzt in den neuen Unternehmen darunter versteht, also in den alten Unternehmen als neue Methode, eine Methode, die eigentlich aus der IT kommt und jetzt ins Management übertragen wird, als wieder halt ein Management-Methode, von der man sich was verspricht. Also da gibt es einiges Skeptisches zu sagen. Und sonst wieder, eine Familie funktioniert anders als ein Konzern. Sie können Ihre Schwiegermutter nicht entlassen. Also Sie können sie versetzen, aber Sie können das pubertierende Kind, das ständig so laut Musik macht, nicht loswerden. Sie können alles das, und es geht nach, das weiß der Familientherapie, hat das sehr gut erforscht, Sie können einfach diese Strukturen nicht willkürlich ändern. Und wenn Sie ins andere Ende der Welt gehen, haben Sie trotzdem die Familienstrukturen mit. Ganz anders ist es aber in Hierarchien, die konstruiert sind, wo Sie gehen können, andere Leute einstellen können, funktioniert ganz anders. Und sollte man auch nicht wie eine Familie behandeln. Wichtiger Punkt, seien Sie ein Vitamin und kein Virus. In der alteuropäischen Gesellschaft wurden die Viren noch in Fettzellen eingelagert. Das ist in Organisationen heute nicht mehr der Fall. Sondern wenn Sie sich nicht kooperativ verhalten, werden Sie auf dem dafür vorgesehenen Weg ausgeschieden. Also Sie landen auch nicht in den Schaltzellen der Macht, sondern schauen Sie, dass Sie etwas beitragen für dieses Unternehmen. Und wenn Sie das mit Ihren Werten nicht vereinbaren können, müssen Sie die Doppelstrategie fahren oder schauen, ob es woanders mehr Stimmigkeit gibt. Auch ein Tipp, Granit im Buntschkrapferl oder altritterlich die Faust im Samthandschuh. Das heißt, wieder auch an die Frauen gerichtet. Sie können ruhig charmant sein, sie können lustig sein und innerlich sollen sie hart sein. Nicht umgekehrt, es macht viel weniger Stirnfalten. Also es macht weniger Falten, wenn sie es umkehren, äußerlich lustig, innerlich hart und ihre Themen durchsetzen. Nicht außen streng und innen dann schnell vom Tisch zu fegen. Frauenrollen und Männerrollen,
gibt es ein ganzes Thema, ein ganzes Buch dazu, das böse Buch, Der falsche Feind, Schuld sind nicht die Männer, habe ich mir zu meinem 60. Geburtstag von der Seele geschrieben, was mich davor schon immer geärgert hat, welche Flausen einem in den Kopf gesetzt werden, wie die Frauen mit zwei Rucksäcken auf den Berg geschickt werden. Sie müssen einerseits Erfolg haben und es dann auch noch weiblich machen. Also das ist eine, das sollten Sie sich nicht umhängen lassen. Es genügt ein Rucksack und es gibt keine weibliche Art, einen Elfmeter zu schießen. Sie müssen einfach nur ins Tor treffen. So wird man Frauenfußball-Weltmeister, wie die ja das auch werden. Ein kurzer Blick auch in den Dresscode und wie Männermacht und Frauenmacht dargestellt wird. Frauen auch in der Geschichte, wenn sie Macht hatten, waren auch so dargestellt. Heute schaut das so aus, also heute ist übertrieben. Woran kennen Sie, dass das Merkel erste Amtsperiode ist? Erstens hat sie noch ein graues Sakko an und zweitens lächeln noch beide. Das Thema Sexismus in der Werbung, in der Wirtschaft, das waren die Palmers-Plakate, die viel Geschmähten geheißen hat. Die sind deswegen so sexistisch, weil eben die Artdirektoren männlich sind. Heute sind 80% der Artdirektoren weiblich. Und wenn Sex sells, dann gilt das auch umgekehrt. Also noch ein bisschen langsamer, weil die Reizreaktionsverschaltung, das muss erst ein bisschen nachwachsen. Und den Männerkörper musste man umbauen, man musste aus dem Gösser Muskel ein Sixpack machen, um das überhaupt wirksam werden zu lassen. Und unlängst hat im Vortrag jemanden gesagt, den mit dem Donnerstag kenne ich. Also es wird schon langsam, ja? Genau. Ergebnis- und Beziehungssprache lernen, das ist die ehemalige Männer- und Frauensprache und sie brauchen heute beide Sprachen der Macht. Noch zusammenfassend, Machtkompetenz zwingt dazu, dass sie sich überlegen, was sie eigentlich wollen, dass sie sich anschauen, was das Gegenüber will, dass sie Rollen spielen können, ohne ihre eigenen Werte zu verraten. Sie können einfach eine Rolle spielen und sie können die friedlichen Formen einsetzen, ohne Kämpfe zu haben, aber die Kämpfe, die sie haben, die können Sie dann auch führen. Und das Ganze reduziert den Kraftaufwand. Dazu muss man ein bisschen üben, kriegt am Anfang Muskelkater, gleich dahinter macht es Spaß. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und möge die Macht mit euch sein.